So, willkommen zurück zum Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. Ich habe eine Kleinigkeit noch verändert. Das ist aber nicht in-game, sondern einfach ein Mod, den ich installiert habe. Den gibt es auf der Originalseite vom Landwirtschaftssimulator. Der zeigt also hier unten, das machen wir mal zu, hier unten zeigt er also am unteren Bildschirmrand die Betriebsstunden und die Stufe, in der wir fahren. So, stellen wir hier schon mal den Helfer ein. Wir müssen auch auf die andere Seite. So. Genau. Denn wir wollen ja schnell und effektiv weitermachen. So, der braucht jetzt noch ein bisschen. Wir sparen weiter an unserem Ladewagen. Beziehungsweise fahren erstmal jetzt noch das Zeug aus dem Silo weg, damit wir ein bisschen Geld zusammenkriegen, in der Hoffnung, dass es für einen Ladewagen reicht. Hoffe ich zumindest inständig, denn damit können wir dann jedes Mal das Stroh gleich mitverkaufen, können dann später vielleicht erweitern, noch einen kleinen Trecker dazu holen, vielleicht sogar noch ein Mähwerk dazu. Da wir ja noch kein eigenes Feld haben zum Mähen, können wir ja erstmal, auch so kleiner Tipp am Rande für die Einsteiger, ja, erstmal hier überall das Gras, was hier so rumsteht, an den Rändern von den Feldern zwischendrin, das können wir alles abmähen und mit dem Ladewagen aufnehmen. Wie gesagt, ich hoffe, dass es funktioniert. Dann könnten wir damit nämlich schon mal schön Geld verdienen. Und könnten natürlich auch die Zeit ein bisschen überbrücken, bis dann das Feld gewachsen ist und und. Denn ich denke mal, mit diesem großen Feld, wenn das jetzt eingesät ist, haben wir dann erstmal ein bisschen Ruhe. Danach fahre ich mit dem Düngerwagen noch drüber. Hier oben die zwei Felder will ich später übrigens auch mal kaufen. Das sind zwei schöne große. Wenn wir hier den Weg, den können wir übrigens auch mit dem Pflug wegmachen. Und dann haben wir also ein ganz, ganz großes, riesiges Feld. Aber jetzt fahren wir erstmal den Silo-Kram weg. Dann haben wir hoffentlich genug Geld beisammen. Können ja mal gucken, wie die Preise überhaupt sind. Wir fahren jetzt Richtung Mühle und haben Gerste dabei. Das sieht man schön an den Grannen. Und die Mühle bietet 744. Ja, 744 ist auch das Höchste, was angeboten wird. Das heißt, wir verkaufen es zum besten Wert. Sollte man auch mal drauf achten. Man will ja auch kein Geld verschenken. Einmal ausgeben. Ihr seht, schwupp, gibt es wieder ein bisschen mehr Geld. Also ich glaube, das wird ganz schön eng. Hopp, jetzt war ich auf der falschen. Ja, Preise, genau. Also der Raps könnte uns noch rausreißen. Kartoffeln, Zuckerrüben, so, das bringt ja alles nicht wirklich viel. Also es wird eng. Es wird richtig eng. Ich werde auch von daher mal die Zeit dann nachher ein bisschen hochstellen. Und das könnte ich eigentlich jetzt schon mal machen, das Pflanzenwachstum. Denn ihr seht hier, wir haben gerade nur das halbe Feld bisher drin. Pflanzenwachstum gehen wir mal auf schnell. Im Moment können wir das machen. Später ist es, glaube ich, besser auf langsam zu gehen, sonst verdorrt einem der Kram viel zu schnell. Da haben wir auch keinen Spaß dran. So, jetzt haben wir noch Raps, glaube ich, in dem Silo. Raps, Körnermais, Kartoffel, Zuckerrüben. Dann bringen wir jetzt erstmal den Raps zur Gaststätte. Das dürfte dann nochmal so um die 10.000 bringen. Aber ich glaube, es wird noch nicht reichen. Es wird, glaube ich, noch nicht reichen für den Ladewagen. Eigentlich schade. Oder wir müssen irgendwas anderes noch verkaufen. Aber das bringt es eigentlich auch nicht so wirklich, denn wir müssen es ja danach wieder einkaufen. Also verlieren wir damit ja auch Geld. So, Raps ist das dritte Silo. So, nicht zu weit. Wir wollen es doch aufladen. Genau. So, und dann fahren wir damit mal flugs zur Gaststätte rüber. Das war der Silo-Info-Button. Damit haben wir den auch schon mal durch. So. Ja, ich freue mich ja schon drauf, wenn wir dann ein, zwei neue Geräte haben. Wenn wir damit erstmal gestartet haben, dann kommen wir da ruckzuck vorwärts.
So, nach mit dem ersten Feld und den ersten drei Traktoren ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, wie sieht es denn aus? Haben wir den Kredit schon ausgeschöpft? Ja, den haben wir schon. Okay. So. Dann gucken wir mal. Das dürfte uns dann so auf 82.000 bis 84.000 hochbringen. Fehlen noch 16.000. Ist ja eigentlich nicht wirklich viel. Oder wir verkaufen den Pflug. Da wollte ich ja eigentlich dann sowieso später einen größeren kaufen. Und warum hängt denn das jetzt bei mir hier? Oder normalerweise dürfte da nichts passieren. Ich habe also einen 6-Kern-Prozessor mit 3,3 GHz, 8 GB RAM, 2 SSD-Festplatten. Dürfte eigentlich nicht so ruckeln. Bitte das zu entschuldigen. Weiß jetzt auch nicht, warum der da so... Mal beobachten. Sonst muss ich vielleicht an meine Einstellung noch was ändern. Ich fahre momentan mit der höchsten Einstellung, damit ihr auch das beste Bild habt. Ich mache ja immer so einen kleinen Test. Ich gucke mir die Videos vorher dann immer bei mir nochmal an. Und zwar auf dem 40 Zoll Fernseher. Und muss sagen, also selbst auf so einem großen Display macht das also richtig Laune. Ich wollte das ja erst in Full HD aufnehmen, aber das sprengt dann doch so ein bisschen, sagen wir, den Datenrahmen. Weil dann brauche ich zum Hochladen von einem Video ca. 4 Stunden. Ja. Und das macht dann nicht mehr so viel Spaß. Und ich denke mal, mit dem HD Ready 720p, das reicht ja eigentlich auch aus. So, 84, ja. Das haben wir uns schon ausrechnen können. Und jetzt haben wir nur noch den Körnermais und die Kartoffeln. So, die bringen eigentlich beide irgendwie nicht wirklich viel. Also, beim Landhandel könnte man den Körnermais besten verkaufen. Das wären aber dann auch nur 3, Moment, 8.000 haben wir. Das sind 3,2, sind 3.800. Oh, das könnte gerade so hinhauen. Das wird aber dann verflucht eng. Jetzt hängt das schon wieder. Also, ich muss nach dem Video muss ich mal gucken, warum das hier dauernd lackt wie Oscar. Macht ja dann keinen Spaß. Ihr wollt es ja auch ein bisschen ruckelfrei haben und ich möchte es eigentlich auch ruckelfrei haben. So, fahren wir erstmal zurück. Dann können wir auch gleich mal gucken auf dem Feld, wie weit unsere Sägekombi ist. Ich habe übrigens jetzt rausgefunden, also mit einem richtigen Grubber geht das Stroh weg. Aber... die Sägekombi ist also nicht stark genug, das Stroh direkt mit einzuarbeiten. Das geht nur bei den großen Grubbern. Deswegen ist auch diese Textur von dem Stroh da. Wenn wir jetzt den Ladewagen holen könnten, würden wir da ja mal testen. Vielleicht liegt ja das Stroh noch da und wir könnten es sogar noch aufnehmen. Das wäre natürlich richtig gut. Aber das müssen wir jetzt gleich erstmal ausprobieren. So, wohin du Spargel, rechts oder links, entscheide dich. So. Der ist noch am Einsehen da hinten. Okay, hat aber nicht mehr allzu viel. Gut, dann können wir da entsprechend die Tour mit dem Körnermais machen. So, Körnermais ist... Ach, Zuckerrüben habe ich ja auch noch da hinten drin. Genau. Einmal Zuckerrüben und einmal Kartoffeln. Aber jetzt bringen wir erstmal den Körnermais zum Landhandel noch. So. Landhandel, jetzt muss ich ja selber mal gucken. So oft fahre ich da gar nicht hin. Landhandel ist oben. Im Norden. Im hohen Norden. Das heißt, oh, wir fahren wieder mal durch die Stadt. Also ich hätte ja gerne zwischen Feld 20 und Feld 7 eigentlich noch eine Straße. Das wäre ja wunderschön gewesen. Da brauchen wir nicht jedes Mal durch die Stadt zu eiern. Aber gut. Oh, was hängt da? Also langsam geht es mir auf die Nerven. Habe ich extra eine neue SSD-Platte rein, eine Gamer-Platte mit 500 MB Aufnahme, also Schreibgeschwindigkeit, und trotzdem muckt er da rum. Vielleicht sollte ich den Firefox noch zumachen im Hintergrund. Gut, da muss ich dann mal nachher gucken. Aber jetzt ziehen wir das erstmal noch durch. 4 Minuten haben wir noch. Da kriegen wir das hier auf alle Fälle noch weg. Und das andere Feld noch fast fertig eingesät.
können wir dementsprechend in der nächsten Folge bestimmt schon düngen. Wenn alles klappt, das letzte Silo noch wegfahren und dann sehen wir, ob es vom Geld her reicht. Dann überholen wir. Ja, jetzt kommt da einer. Junge. Komm, lass mich mal vorbeifahren. Kenne ich zwar auch selten, dass die Traktoren die Autos überholen, aber hier in dem Spiel geht alles. Fehlt jetzt nur noch, wie beim Euro Truck Simulator 2, ein Blinker. Bin ich übrigens auch am überlegen, ob ich den nicht auch mal als Let's Play starte. Muss ich mir mal überlegen. Jetzt werde ich aber erstmal hier ein paar Folgen machen. So, jetzt kippen wir das hier aus. Oh, sieht natürlich schon mager aus. Jetzt würden uns also noch über 11.000 fehlen. Das kriegen wir also definitiv nicht mit dem einmal hin. Das heißt also, eine Ernte müssen wir noch abwarten. Aber gut, wir sind ja auch nicht auf leicht, wir sind ja auf normal gegangen. Ne? Das ist ja dann, jetzt hängt es schon wieder, ist ja dann eigentlich klar, dass wir in dem Punkt dann natürlich es nicht ganz so leicht haben wie bei einfach. Das wäre auch eigentlich zu schön. Aber wie gesagt, ich möchte das auf normal starten. Weil leicht, ich weiß nicht, also nicht so mein Fall. Da kriegt man ja schon fast alles geschenkt. Dann ist auch der Reiz so ein bisschen weg. Ja. So. Jetzt sind wir gleich wieder in unserem Feld. Bin ja immer noch am Grübeln. Das machen wir jetzt auch mal ganz kurz gucken. In ihrem Besitz. Was bringt oder würde uns der Pflug denn bringen, wenn wir den verkaufen? 10.000. Ja, dann könnten wir uns doch den Ladewagen holen. Gut, das heißt, ich fahre dann das eine Silo in der nächsten Folge weg, verkaufe den Pflug und hole mir davon einen Ladewagen. Vielleicht reicht sogar noch für eine Mähkombi, weil dann haben wir schon mal ein bisschen die Möglichkeit, auch zwischen den, ja, ich sag mal, Feldernten und Anseezeiten dann noch ein bisschen effektiv was zu machen, die Zeit zu nutzen. Das heißt also, ich fahre jetzt erstmal hier runter. Wir haben hier den Körnermais noch und wir haben noch die Zuckerrübe. Nein, nicht Körnermais, Quatsch, die Kartoffeln. So, die bringen, im Hafen sind die Zuckerrüben gut. Ah ne, in der Gaststätte sind sie besser. Hoppla. Ah, jetzt habe ich die Kartoffeln. Naja gut, ist egal. Dann kloppen wir die zuerst drauf, während der das lädt. Gucken wir, wie weit unser Feld hier ist. Der ist ja schon gut dabei. Das ist schön. Das heißt also, der wird dann wirklich bald fertig. Und dann können wir den Pflug verkloppen und holen uns den Ladewagen. Ja, das gefällt mir. Das ist sehr schön. So. Das heißt, danach haben wir noch die Zuckerrüben, die wir wegfahren können. So, die sollten... Ach so, Kartoffeln. Ja, wo fahren wir die denn hin? Ach, die fahren wir jetzt auch zur Gaststätte. Was soll der Gott? Kriegen wir auch hin. Alles kein Problem. So. Allerdings sehe ich gerade, dass unsere Zeit schon wieder rum ist für die Folge. Ja, freut mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt auf die nächste Folge wie ich. Ich weiß ja auch noch nicht, was passiert. Ich plane das oder entscheide das eigentlich immer ganz spontan. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir Daumen. Abonniert mich, damit ihr keine Folge verpasst oder auch andere Sachen wie mein Hufeisen-Special nicht verpasst zum Beispiel. Da habe ich jetzt heute wieder einen Teil hochgeladen. Da sind wir schon bis zum Hufeisen 73. Ich habe übrigens schon fertig gedreht, die Teile. Das heißt, ich habe alle Hufeisen schon gefunden, den Erfolg freigeschaltet, aber natürlich für euch alles mitdokumentiert, dass ihr dann nichts verpasst. Deswegen, bleib jetzt einfach mal hier stehen. Muss nur drüben noch den Helfer ausschalten. Wie gesagt, es soll nichts verpasst werden. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.